So, da wären wir wieder bei Dragon Age Origins. Beim letzten Mal hier dieses eklige Viech, die Brutmutter aus dem Weg geräumt. War ein ziemlich harter Kampf. War ja eine Zwergin, die durch Veränderung zu diesem Monstrum geworden ist, mit Brankas Wissen. Die hat das einfach so zugelassen, was da kein gutes Licht auf sie wirft. Und wir machen uns jetzt weiter auf ihre Verfolgung und können jetzt zum Amboss der Leere. Hier geht der Pfad durch und ich denke, wir folgen einfach mal. Ah, diesmal ist es gar nicht so weit. Die uralte Schmiede von Caradin. Da könnten wir sie mit Sicherheit finden. Oder mit einiger Sicherheit. Denn sie ist ja auf der Suche nach dem Amboss der Leere. Denkt quasi an nichts anderes mehr und das hat so ein bisschen ihren Verstand vernebelt. Wenn Branka irgendwo ist, dann hier. Und sie ist bestimmt vorbereitet. Tja, wenn sie hier ist, dann werden wir sie auch finden. Gehe ich mal fest von aus. Aber wir werden sehen. Auf jeden Fall, da hinten ist doch schon irgendwer zu sehen. Ganz klein, wie eine Ameise. Was Ui. war das? Unser Rückweg ist versperrt. Ich will ganz offen Und wen haben sein. wir da? Meine Toleranz für sozialen Status ist mittlerweile ausgesprochen begrenzt. Hoffentlich stört euch das Das nicht. ist wohl Branka. Da rasier mir doch einer den Rücken und nenne mich Elf. Branka? Beim Stein, ich habe dich kaum wiedererkannt. Ogryn, irgendwann musstest du ja hierher finden. Hoffentlich findest du möglichst bald auch den Weg zurück. Und wie soll ich euch ansprechen? Söldner des letzten kleinen Lords, der nach mir suchen ließ? Oder seid ihr nur einer, der Ogryns Bierfahne ertragen kann? Zeig Respekt, Frau! Du redest mit einem grauen Wächter! Ah, er ist also ein wichtiger Botenjunge. Dann ist vermutlich was Schlimmes passiert. Ist Andrin tot? Würde mich nicht wundern. Er war schon ein wenig klapprig. Tja, schon ziemlich respektlos, die gute Branka. Ja, Endrin ist tot. Orsama braucht einen neuen König, oder? Was habt ihr mit all dem zu tun? Warum interessiert sich ein Oberflächler für Zwergenpolitik? Ihr müsst einen Gönner haben. In hoher Position. Und der muss etwas Bestimmtes wollen. Nun, was könnte das wohl sein? Ich sage euch dasselbe wie allen, die dachten, ich könnte sie zum König machen. Von mir aus soll die Versammlung einen besoffenen Affen auf den Thron setzen. Tja, da hätten wir Orgrin Unser anzubieten. Beschützer, unsere große Erfindung, wegen der unsere Armeen von der ganzen Welt beneidet wurden, derselben dunklen Brut in die Hände fiel, die sie eigentlich bekämpfen sollte. Der Amboss der Leere, mit dessen Hilfe die Ahnen eine Golem-Armee geschaffen haben, die den allerersten Erzdämon besiegt hat. Er ist hier in der Nähe. Ich kann ihn förmlich riechen. Ich rieche nix. Tja, wo liegt dann das Problem? Der Amboss befindet sich hinter einer Reihe von Fallen, die Caradin selbst entworfen hat. Meine Leute und ich haben Leib und Seele dafür geopfert, ihre Geheimnisse zu lüften. Das ist wichtig. Das ist von Bedeutung. Habe ich Erfolg, hilft das dem ganzen Zwergenvolk. Könige und Politik. Das ist alles vergänglich. Ich habe alles aufgegeben und werde alles opfern, um den Amboss der Leere zu bekommen. Tja, einschließlich Hespit oder Hespis und die anderen eures Hauses? Genug der Fragen. Wenn ich bei dieser idiotischen Wahl aktiv werden soll, muss ich zunächst den Amboss haben. Es gibt nur einen Ausweg, Wächter. Nach vorne. Durch Caradins Labyrinth. Dahin, wo der Amboss wartet. Was hat dieser Ort bloß aus dir gemacht? Ich habe ein Mädchen geheiratet, das einen schon nach einer Minute mit ihrer Brillanz beeindruckt hat. Ich bin dein Paragon, sagte sie und verschwand. Und die Quest ist aktualisiert. Überwinde die Fallen und bahne dir den Weg zum Amboss. Branka hat dich in die Irre geführt und in einem Raum voller Fallen gesperrt.
Sie selbst konnte die Fallen offenbar nie überwinden und möchte deshalb, dass du das für sie erledigst. Da du weder entkommen noch zurück kannst, liegt der einzige Weg vor dir in der Richtung des Amboss der Leere. Tja, dieser Amboss der Leere scheint Golems erschaffen zu können. Deswegen ist Branka so heiß auf den. Kommt da aber nicht ran, da der durch Fallen gesichert ist. Keredin, der diesen Amboss wohl erschaffen hat, war klug genug, diesen also zu sichern, da er weiß, dass es eine gefährliche Waffe sein kann. Tja, und uns bleibt jetzt nichts anderes übrig, als diese Fallen zu überwinden und diesen Amboss zu finden. Denn dann hätten wir vielleicht die Möglichkeit, oder dann würde Branka uns vielleicht helfen und ein König von Orsama unterstützen. Deswegen sind wir ja hier. Leichnam eines Zwergs. Und da liegt dunkle Brut. Na, mal gleich hören. Dass das Streben nach Größe Opfer verlangt. Und zwar so viele, wie eben nötig sind. Tja, Branka ist nicht mehr sie selbst. Diese Suche nach dem Amboss hat sie irgendwie total verändert. Sie hat alle ihre Gefolgsleute geopfert, um hier durch die Fallen zu kommen, aber es hat nicht geklappt. Und nun sind wir an der Reihe. Na, Gegner? Ah, ein dunkler Brüterich. War natürlich keine wahre Gefahr, aber das scheint noch mehr zu kommen. Oh, 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 oh. Jetzt haben wir gut zu tun. Mann, wo kommen die alle her? Das ist ja wie im Ameisenbau hier. Ein Gewusel. Aber allzu viele halten die nach wie vor nicht aus. Sollten wir doch eigentlich hinkriegen. Das sind die letzten beiden hier jetzt. Lasst unsere Win in Ruhe, Mann. Die hat euch nichts getan. Die heilt doch bloß ein bisschen. So. Irgendwie ist die Kampfmusik noch an. Ach, hier hinten ist noch eine. Und nicht nur eine. Da ist noch ein ganzes Rudel. Mann, wie viele Punkte sind denn da in der Ecke, in diesem Gang? Voll der Spawnpunkt. Wo kamen die alle her? Ach, auch noch wieder ein Oger. Den darf sich dann der Alistair schnappen. So wie immer. In solchen Fällen. Boah. Könnte doch ein bisschen knapp werden hier jetzt. Ich hoffe, wir winnen halt unseren Orgeln gleich mal. Auf jeden Fall mal im Auge behalten. Das Ganze. Oh, der Oger hat Alistair am Wickel. So, das war's mit dem. Oh, den Gesandten hier habe ich voll vergessen, voll übersehen. Aber so viel Schaden hat er auch nicht angerichtet. Glück gehabt. Hier haben wir noch ein paar Bogenschützen. Oh Mann, da kommen ja noch mehr. Bogenschützen alle in einer Reihe aufgereiht. Das sieht lustig aus. Wie bei der Essensausgabe. Jeder wartet auf seinen Tod, bis er dran ist. Was für ein Gemetzel.
Aber es läuft gut. Können wir echt nicht meckern. Jetzt müssten wir es doch aber langsam mal geschafft haben. Komm, einer noch. So, war's das? Oder gibt's noch Nachzügler? Jetzt haben wir aber ordentlich zu looten hier. Ich denke, am besten hinten anfangen. Da, wo wir hergekommen sind. Und uns dann bis zum Ende durcharbeiten. Wahrscheinlich gibt's jetzt eine Menge Krims, aber was soll's. Können wir alles verscherbeln? Wird erledigt. Ah, hier wieder eine Zwergenleiche. Tja, die Zwerge sind alle Brankas Wahn zum Opfer gefallen. Die hatten ja sogar versucht zu fliehen, aber irgendwie wurde das nix. Ist aber auch schon irgendwie ein Wunder, dass Branka hier als einzige überlebt hat. Naja, die Hespis können wir ja auch noch dazu zählen. Aber die ist ja nur vollkommen neben der Spur. Der Oge, ein großer, klarer Feuerkristall, der ist natürlich richtig gut für unsere Scheel. Und noch so ein abgesplitterter, der ist aber dann nicht ganz so gut. Diese großen Clans sind die besten, die es für unseren Golem gibt. Wundumschlag ist auch okay. Das sollte kein Problem sein. Aber auch viel, viel Crap mit bei. Ich sehe gerade, oder mir fiel gerade mal ein, mal gucken, wie viel Lyriumtränke Vin noch hat. Und die hat wieder ordentlich verballert in dieser Schlacht. Deswegen stelle ich mal noch ein ganz Teil wieder her. Zumindest von den kleinen. Nicht, dass sie hier für diese Kämpfe schon die richtig guten Tränke benutzt. Das wäre Verschwendung. Die sollten wir uns aufbewahren, bis es nachher richtig zur Sache geht. Bosskämpfe oder so. Mann, überall blitzt und blinkt es hier. Wenn das so weitergeht, ist das Inventar bald wieder voll. So, nun sind wir aber langsam am Ende hier. Lyriumade. Die könnte man ja auch zwischendurch benutzen. Ich glaube, stellt Magie und Ausdauer wieder her. Wenn mich nicht alles täuscht. Haben wir es geschafft? Es sieht ganz so aus. Oder auch nicht. Die nächsten Leichen. Golems liegen ja auch schon rum. Also hier wurde offenbar auch vorher schon gekämpft. Auch einige Golems dem Ganzen zum Opfer gefallen. Nicht nur tote Zwerge. Ups, nächster Raum. So, jetzt vorsichtig weiter. Ja, wird gespeichert. Könnte also gefährlich werden. Hier stehen doch schon Golems rum. Und irgendwie scheint hier auch irgendwas in der Luft zu schweren, irgendein Gas oder so. Ja, irgendwie tut sich was bei unseren Leuten, als wenn die da so ein bisschen Schaden kriegen. War ja fast zu erwarten, die Golems zum Leben erwacht. Zum Glück nicht alle auf einmal. Tu mir nix. Ich bin doch nur ein armer kleiner Schurke. So, Nummer 1 liegt und da ist der zweite schon gleich in seine Fußstapfen getreten. Dieses olle
Gas, was hier in der Luft ist. Ich weiß gar nicht, was das jetzt bewirkt. Ob das eine Giftwirkung hat? Naja, ein bisschen Schaden kriegen unsere Leute. Könnte vielleicht auch davon kommen. Ist jetzt aber nicht so, dass es lebensbedrohlich ist. Also, wir können uns voll auf den Kampf konzentrieren. Irgendeiner hat betäubt hier unsere ganzen Männchen. Wahrscheinlich mit so einem Felsen geschmissen. Gespannt, wie viel von diesen Golems noch zum Leben erwachen. Ist jetzt der vierte? Da hinten stehen auch noch welche, ganz vorne. So, und die Tür ist auf. Sehr schön. Also die beiden, die da vorne gleich am Eingang standen, die sind weiterhin versteinert. Ah, hier gibt's Gasventile. Ja, die hätte man ausmachen können. Du schließt das Ventil. Und hier ist auch noch einer. Ja, ein bisschen Schaden gibt's immer noch. Hier auf der anderen Seite sind auch noch zwei. Okay. Die hätte man natürlich gleich ausmachen können, dann wär's vielleicht auch noch etwas leichter geworden, aber es ging auch so, also von daher war das Ganze machbar. Ist ja keiner gestorben hier von unseren Leuten. Mal gucken gleich, was die Golems noch dabei haben. Ja, Wundumschlag immer gern genommen. Hier nochmal das gleiche. Schwere Plattenrüstung können wir verkaufen. Das sollte kein Problem sein. Gibt sogar, glaube ich, immer ein bisschen Gold für sogar. Also nicht nur Silber oder so, sondern schon ein bisschen mehr Kohle. So, hier vorne noch eine. Ja, und der? Der Herr auf der anderen Seite oder die Dame, keine Ahnung. Die stehen da immer noch so vor sich hin. So, links und rechts, die Türen gehen nicht auf, also bleibt uns dieser Weg. Und hier haben wir noch mehr tote Golems rumliegen. Und auch tote Zwerge und dunkle Brut. Ja, ich glaube, die haben sich hier unten ordentlich behakt. Bupp, schon wieder gespeichert. Gar nicht gut. Gucken wir mal einmal. Ah, wieder so ein Raum mit Fallen. Und Golems sieht man auch schon wieder in diesen Nischen stehen. Ah, ich guck mal kurz auf die Uhr. Ich weiß jetzt nicht, wie lange dieser Kampf dauern wird. Vielleicht ja wieder so ein Endloskampf wie hier zum Anfang der Folge. Deswegen würde ich sagen, machen wir an dieser Stelle nochmal Pause und beim nächsten Mal geht's dann in den Raum und gucken wir mal, ob wir den überwinden können. Also vielen Dank fürs Zuschauen und bis demnächst dann hier. Bye, bye.